Mein Gott, ist das dunkel, ja? Ich muss zugeben, ich erinnere mich nicht mehr. Ja, es ist halt auch schon eine Weile alt, das Spiel, ne? Aber wir hatten noch einen anderen. Andere Möglichkeit. Spät ist es. Um 4 geht die Beichte los. Ich könnte irgendwo auf gut Glück versuchen, mir eine Waffe zu stibitzen. Der hat ja auch nicht, glaube ich. Obwohl das der Soldat von hier vorne ist. Der Wachsoldat. Hier in der Kiste ist nämlich mein ganzer Kram drin. Dietriche habe ich hier drin. 26.000 Gold. Nichts, was ich gebrauchen kann. Nichts. Keine Waffen. Können wir einfach eine Mönchskutte anlegen. Die Sache ist ja die. Hier wird's nichts zu holen geben. Könnte ich ihn hin? Wo könnte es Waffen geben? Hier unten? Beim Schmied. Was tust du hier? Mich vor allem alle anquatschen, warum ich frommer Bruder nicht im Kloster bin. Glaube, selbst hier ist nichts zu holen. Alles klar. Es ist so dunkel, dass ich nicht mal was sehe. Ja, da komme ich nicht rein, weil es sehr schwer ist, Schloss. Müsst ihr noch irgendeinen Schal klauen? Mich nicht eh wieder hören werden. Oh, die Tür ist offen hier. Eh nicht. Hier gar nichts. Ich bin scheinbar in der Speisekammer. Das kriege ich so nicht hin, oder? Mein Gott, was tust du da? Lass das, du Elster! Oh. Ja, Hund, gehe nicht aus dem Weg. Die Frau den Schal Solltest du um? nicht im Kloster sein, Junge? Suchst du nach mir? Nein, ich suche nicht nach dir. Problem ist, wenn die mich jetzt aufgreifen hier. Wichtiges Noch Problem. etwas?
Was? Was ist los mit dir? Hat diesen blöden Schal mitgenommen, ne? Das gibt's doch nicht. Die war doch nackig. Weil der fromme Bruder auf Weib, Wein und Gesang aus ist und auch mal eine Disse abraved war. Ich brauche halt einfach nur eine. Es gibt öfters mal so Truhen, wo Waffen drin sind, aber ich finde gerade keine. Abgesehen davon, dass es schweinestunkel ist. Fackel kann ich, glaube ich, keinen umbringen. Also ich weiß, wo Waffen sind. Nämlich in meiner Siedlung, aber das ist locker ein halber Tagesritt, eine Richtung. Kann ich seit neuestem schwere Schlösser knacken? Ja, das gibt's ja nicht. Und wann kann ich das denn bitte? Doch, die Quest ist ohne Gewalt lösbar. Das Problem ist, ich habe die natürlich nicht entsprechend so gestartet, dass sie ohne lösbar wäre. Jetzt haben wir ja schon mal einen Knüppel. Eigentlich muss ich ihn auch ausliefern. Aber das schaffe ich nicht. Man muss die Quest für eine gewaltfreie Lösung anders starten. Und das habe ich leider versäumt. Lag jetzt auch nicht so offensichtlich auf der Hand, ne? Oh, Leder. Aber wenn ich schon mal so weit bin. Darf ich die Zeit nicht aus den Augen verlieren? Oh oh. Da hinten Wachen? Oder nur Bauern mit Fackeln? Ich werd gesucht. Na, wer sagt's denn? K-Stone789, vielen Dank für den Follow. Tut mir leid, dass es nicht im Stream angezeigt wird. Mein Streamlabs spinnt schon wieder rum. Normalerweise würde es im Stream stehen. Aber ich sehe es ja hier. Danke dir für dein Follow. Willkommen in der Community und Hallöchen. Und der Grünling. Vielen Dank auch für dein Follow. Ja, sehr schweres Schloss kann ich leider nicht knacken. Danke dir auch für dein Follow und willkommen in der Community. Vielen Dank für deinen Support. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe jetzt nochmal versucht, den Typen zu bequatschen. Aber ich habe leider keine Möglichkeiten. Ich kann ihn nur totschlagen. Hat die Fässer verwechselt. Unfug. Das ist ein äußerst guter Wein. Nein. Sauer. Bin ich mal gespannt, ob das so einfach möglich ist.
Wie der Pöbel mit dem Knüppel. Jetzt konnte ich noch einmal. Ernsthaft? Total lautlos. Hätte den Knüppel gar nicht gebraucht, ne? Easy. Dann packen wir den mal weg. Elfe Bruder. Und der Wein, das war noch Zeit. Du wirst sehen, mit dem neuen Abt wird alles besser. Elfe, wo kommt ihr denn alle her? 2.30 Uhr in der Früh. Was soll ich mitbringen? War, wie, was? In sein Skalp mit. Wie denn? Soll ich ihn mit dem. Mit der Holzlatte skalpieren oder was? Einfach nur froh, dass ich hier raus bin. Hol dir deine Sachen zurück, ja. Könnt ihr euch aber warm anziehen, dass ich das tue? Stimmt, der hat kaum Haare auf dem Kopf mit seiner komischen Riesen. Na, der hatte Haare. Der hatte auf jeden Fall Haare. Was gibt mir bitte meine Klamotten wieder? Meine Waffen sind weg. Wo ist meine Rüstung? Warum ist es Diebstahl? Wo? Wo sind meine Sachen? Meine teure Ausrüstung. Oh. Ich glaube, Rüstung kann man nicht mehr kaufen, die ich hatte. Wo eine Quest fehlgeschlagen, töte irgendeinen anderen Novizen. Warum sollte ich das tun? Wenn ich doch weiß, wer es ist. Wenn ich da jetzt hinreite, ob sie mir meine Ausrüstung wiedergeben? Mache ich es ganz extrem und warte noch die Nacht? Aber ich. Ich meine, es wäre auffällig, wenn ich einfach in der Nacht verschwinde, oder? Wir wissen ja alle, dass ich das war. Dass die mich suchen würden, aber. Ich will meine blöde Ausrüstung wieder haben. Hier ist ein Bett, das keins ist. Lege dich schlafen, kannst es aber nicht. Leg mich jetzt hier einfach hin. So eine schöne Mütze voll Schlaf. Schönes Stündchen.
Der gibt sich wegen der Fundsachen zum Ratter der Fahrer aus. Hier pennt noch einer. Noch mehrere. Also die Leiche haben sie scheinbar schon entfernt. Aber wo sind... Na, Butter bei der Fische, Jungs. Was zum Henker? Wirklich? Von hier? Da rüber? Ihr wollt mich doch verarschen. Offensichtlich hast du einige wichtige Dinge bei einer Leiche zurückgelassen. Meinen die jetzt mich? Boah, Leute. Ihr macht mich fertig. Ich will doch nur mein Zeug wieder haben. Was rechtmäßig mir gehört. Und der hatte doch auch nichts dabei gehabt. Normalerweise gehen die doch jetzt eigentlich zum Gebet. Warum ist hier keiner? Kommen jetzt gerade erst. Was? Ich hörte das. Nun, dass du dich gern mit Männern abgibst. Ist da etwas dran? Was? Woher weißt du das? Ich las es im Buch des Abtes. Was? Aber das liegt in seiner Kammer unter Verschluss. Er würde es nie jemandem geben. Bist du etwa eingebrochen? Wozu? Damit du etwas gegen mich in der Hand hast? Ich habe etwas anderes gesucht und bin dabei über deine Geschichte gestolpert. Was auch immer du gesucht hast, du hast da eine Grenze überschritten. Aber keine Sorge, ich sage es niemandem, wenn du mir dasselbe versprichst. Nenn mich Sodomit, Sünder, Monster oder Höllenbrut. Aber sag mir eins, Gregor. Kann ich etwas für das, was ich bin? Ich sage dir, es ist meine Prüfung. Eine furchtbarere kannst du dir nicht vorstellen. Der Teufel hat dich in die Irre geleitet. Ich verstehe dich. Das war alles interessant zu lesen, aber ich urteile nicht über dich. Du bist, wer du bist. Man sollte sich stets treu sein. Gut, dass du nicht wie die anderen bist. Danke, dass du nicht schlecht über mich denkst. Ich schwöre, dass ich nie mit einem anderen Mann gelegen und gesündigt habe. Als mir mein Vater eine Frau suchen wollte, sagte ich ihm die Wahrheit und er schickte mich her. Gewissermaßen war ich froh darüber. Meine Schuldgefühle zerfraßen mich. Und ich wusste, im Kloster würde ich Frieden finden. Gott sieht, dass meine Seele rein ist. Ich habe im Buch des Abtes gelesen. Darin steht, dass du nicht so heilig bist, wie du vorgibst. Offenbar bist du sogar ein rechter Lüstling. Du bist in sein Quartier eingedrungen, um mich auszuspionieren? Damit kommst du nicht davon. Ich habe dich nicht gefragt, was Recht und Unrecht ist. Ich bin vielmehr an den Dingen interessiert, die im Buch über dich stehen. Ich sage dir gar nichts und werde dich sofort melden. Ein Wort, und ich sage es allen. Das würdest du nicht wagen. Aber ich werde kein Risiko eingehen. Mach, was du willst. Nur mal schön allen auf den Zahn fühlen hier. Ich würde immer noch gern mehr über dein Versteck erfahren. Ist keine große Sache. Hin und wieder lese ich während der Messe. Sonst bleibt dafür keine Zeit, jedenfalls nicht für Bücher, die ich mag. Und das Versteck habe ich nur, damit niemand mein Buch findet. Ich lasse dich in Frieden und werde dir nicht mehr folgen. Danke. Und Gregor, sag bitte niemandem etwas davon.
ich bin raus, Leute. Los, raus hier aus dem Shoppen. Wir reisen jetzt nach Rattai. Der Hund mich rauslässt. Und dann hoffen wir mal, dass ich hier meine ganzen Klamotten wieder kriege. Und wehe, wenn nicht. Hier oben würde ich halt noch Geld kriegen. Ich habe 27.000. Ach so. Bevor wir hier uns dünne machen. Danke. Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Ein Mönch hat hier nichts zu suchen. Was ist? Lasst mich bloß in Ruhe, ich verpiss mich. Ich hoffe, ich reite jetzt nicht in irgendwelche Vagabunden rein, ne? Ich kann mich überhaupt nicht wehren. Ich konnte mich vorher schon mit Waffen und Rüstung nicht wehren. Jetzt kann ich mich gar nicht wehren. Pilger. Ich würde ja auch Musik anmachen, aber leider kann ich das hier nicht. Oh doch. Dann geht das. Ja, Mensch, gut zu wissen, vorher ging das nämlich nicht mit meiner alten Tastatur. Das liegt wahrscheinlich nicht an der Tastatur, aber. Was ist mit deinem. Solltest du nicht im Kloster sein, Junge? Klappe. Ich wirklich mal umziehen sollen, aber da fällt mir ein, ich hab ja nichts. Ahaha. Sünde. Ein Mönch hat hier nichts zu suchen. Ich verstehe bis heute nicht, warum. Warum die Performance hier in dem Spiel immer so runtergeht. Hoffentlich sehen die mich da nicht. Er hat's direkt gesehen, oder? Nicht sein Ernst. Ein Mönch hat hier nichts zu suchen, ja. Ist halt so, also eigentlich hören Mönche, ne, ins Kloster. In dieser Zeit war das sehr extrem und wenn du dann nicht im Kloster warst, dann wurdest du halt schon mal direkt niedergemacht. Ich hoffe nur, der Typ ist aufgestanden. Weg. Was nicht wahr. Der Hund guckt durch die Tür. Hallo. Hallo. Jetzt mal ohne Spaß. Wo sind meine verdammten Waffen? Okay. Machen wir es jetzt so, dass wir wirklich dahin reiten, ohne Waffen, ohne alles. In der Hoffnung, dass die uns nicht aufmischen.
Habe ich eigentlich zwei Schlappen dabei? So sind wir wenigstens inkognito, ne? Quatschen sonst nicht alle voll, dass wir doch ein Mönch wären. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ganzer Kram ist weg. Die machen mich lang, ne? Also ich mache jetzt mal einen auf gefährlich und werde mich jetzt mal so dahin begeben. Zwar reite ich da bis zum Kloster. Komme ich hier irgendwo rüber? Die Brücke ist kaputt. Also eigentlich macht das auch mehr Sinn. Ohne Scheiß. Gut, dass ich das jetzt weiß. Mit der Mucke. Ich meine, ich habe jetzt meine Siedlung aufgebaut. Gott sei Dank, ich konnte fliehen. Konnte meine Siedlung ja aufbauen und nehmen da jetzt regelmäßig Geld ein, also... Was? Mitten in der Stadt oder was? Will mich verarschen? Wollte gerade einer Stadt überfallen? Was zum... Hey, du! Rühr dich nicht von der Stelle! Du! Bleib sofort stehen! Hey, du! Halt! Das wird eine Freude! Hallo? Ergib dich! Du hast das Gesetz missachtet! Du bist verhaftet! Was ist los? Komm schon! Ich will doch nicht kämpfen! Lasst mich in Ruhe! Alter, was ist mit euch? Trollolol! Was ist denn hier los? Das nennst du kämpfen? Ich hab einen Pfeil in der Schulter! Ihr wollt mich wohl verarschen. Die Gesetzeshüter haben wieder unendlich Energie. Soll das etwa alles sein? Also ich weiß schon, was hier los ist. Weil ich hier geklaut habe. Normalerweise kann ich das durch einen geschickten... durch ein geschicktes Gespräch abwenden. Ach du Scheiße. Aber das hat diesmal nicht so ganz geklappt, weil ich bin ja an denen vorbeigeritten. Also galt es als Flucht und die haben mich direkt... Ey, das habe ich noch nicht erlebt, ne? Das ist wirklich ein neues Szenario, ein neues Kapitel in Consecros Tagebuch. Also ohne Scheiß. So viel Scheiße habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Das ist der neue Gipfel.